Zombie Apocalypse. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, sind wir heute wieder in PaintNet, weil wir werden heute wieder mein eigenes 100 Abo Special Texture Pack weiter gestalten, Leute. Und ich habe hier schon ein bisschen diesen nicen Stock hier designt. Da muss noch oben die Spitze dran. Heute machen wir vielleicht den Stock und noch anderen Kram. Aber bevor es jetzt losgeht, lasst alle noch mal ein fettes Abo da, weil Leute, vielleicht schaffen wir in diesem Monat noch die 115 Abonnenten, vielleicht sogar die 125. Würde mich auf jeden Fall übelst freuen, wenn wir das schaffen. Und jetzt würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit dem Video. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie ich hier ein bisschen mein Texture Pack pixel. Dazu natürlich schön Hintergrundmusik. Aber es wird keine Timelapse. Ihr seht wirklich alles, was ich mache, dass ihr das auch nachmachen könnt. Weil ich habe mir Videos von anderen YouTubern angeschaut. Die haben nur immer so Zeitraffer gemacht und da konnte man gar nicht sehen, wie genau die das jetzt machen. Und heute seht ihr bei mir auch, wie ich das so mache. Und ich würde sagen, wir kommen zur ersten Timelapse, / keine Timelapse. Das wäre also schon mal, ja, fürs Erste der Stock. Wenn man weiter rauszoomt, sieht man das. So wird der im Spiel aussehen. Also eine Sache, die gefällt mir noch nicht, die mache ich noch eben weg. Und zwar gefällt mir der Bereich hier nicht. Der ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. So, weil da mache ich jetzt noch braune Farbe rein. Das heißt, wir nehmen den Bleistift so und machen hier so braune Farbe rein. Dann würde ich noch mal sagen, löschen wir noch diesen Außenbereich hier, den finde ich auch nicht so nice. Zack. Ja, sieht schon besser aus. Ich würde sagen, wir löschen noch mal dieses hier oben, weil das gefällt mir nicht so ganz irgendwie. Nehmen uns noch mal das, machen das mit Schwarz und machen jetzt einmal so, würde ich sagen. So, wenn wir das haben. Nee, das muss ein bisschen schräg. Das bedeutet, wir machen das so ein bisschen schräg, so mäßig, Leute. Versteht ihr? Nee, wir machen das doch nicht schräg. Naja, das ist hier Fummelarbeit. Man muss überlegen, Leute, wie man das hier am besten macht. Ich würde das jetzt so machen, dass man dann hier so, dann hat man hier noch so eine Kante. So, dann hat man hier vielleicht noch sowas. Ja, das gefällt mir schon mehr, aber gefällt mir immer noch nicht perfekt. Das heißt, wir machen noch so, machen noch so und machen dann noch abschließend einmal so. Also, den ganzen Schrott hier muss ich jetzt natürlich einmal löschen. Das heißt, ich mache so
und so. Und den Rest von innen, den male ich jetzt aus. Und zwar machen wir zuerst so und so, so. Dann würde ich sagen, machen wir so. Ja, dann malen wir das Ganze einmal aus. So, ich kopiere mir mal eben die Farbe hier. Mir gefällt nur eine Sache noch nicht. Und zwar, dafür brauchen wir nochmal schwarz. Gefällt mir das hier noch nicht so ganz. Wartet. So. Ja, sieht doch gleich besser aus, Leute. Perfekt. So, dann nehmen wir uns die Pinzette, machen das so. Nehmen wir uns den Bleistift. Also, Leute, so, für euch sieht das jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend aus, aber wenn man sich einmal mit Bildbearbeitungsprogrammen auskennt, dann ist das hier ganz einfach. So, wir machen noch einmal das hier weg und das hier weg, weil das gefällt mir irgendwie noch nicht. Dann nehmen wir uns nochmal das, machen nochmal so schwarz so schön. So, dann machen wir nochmal so. Und dann vielleicht, oh ja, das ist besser, Leute. Und dann vielleicht nochmal so. So ist vielleicht besser. Ja, so ist viel besser. Dann nehmen wir uns nochmal das, löschen diese kleinen Strichchen hier. Und ich würde sagen, es geht weiter mit der keinen Timelapse, sondern ihr wisst schon, was ich meine. So gefällt mir das doch schon deutlich besser, Leute, weil mir war einfach hier, glaube ich, ich habe ja den Clip gespeichert, wie ich das hier mache. Das hier, was ich jetzt mache, mache ich ja gerade live. Aber die Timelapses, die ihr da immer seht, die keine Timelapse sind, ihr wisst schon, was ich meine, die sind wiederum nicht live. Und so, wir machen das nochmal. Aha! So, wir zoomen raus, Leute. Juhu, wir haben unseren Stock, Leute.
unser Stock. Oh nee. Leute, ich würde sagen, den kompletten oberen Teil. Uff, der wird gelöscht, weil mir ist nämlich gerade mal aufgefallen, wir machen das gar nicht schräg, Leute. Das ist hier gar nicht schräg. So, das heißt, wir machen das hier natürlich so. Dann machen wir einmal so. Das machen wir jetzt noch weiter schräg. So nach hier. Dann würde ich sagen, machen wir einmal so. So, wenn wir das haben, würde ich sagen, gehen wir einmal hier hin. Ja, das gefällt mir so halb schon. So, das hier schmeckt mir schon eher. So, das kommt noch weg. Ja, ja, ja. Safe, das schmeckt mir schon mehr. So, zack, das heißt, es sieht besser aus, finde ich. Ich würde das so lassen. Wir nehmen uns dann einmal die braune Farbe und dann würde ich sagen, geht's rüber. Wir setzen uns hier dran, machen so. So, Leute. So. Von dieser Folge, Leute, werde ich übrigens aus dieser zeichne, ich meine, also ich zeichne hier gerade mein eigenes Texture Pack. Und da werde ich wahrscheinlich mehrere Folgen draus machen. Sehr viel mehr. Ja, wenn ihr das feiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Und Leute, denkt immer dran, no hate in den Kommentaren wegen den Items. Ich habe kein Team, das das zeichnen kann. Und ich bin auch nur ein Pro in Photoshop. Ich bin kein Pro in PaintNet. So, zack. So, jetzt habe ich nochmal rangezoomt. Jetzt sehe ich hier jeden Pixel. Und zack, im Spiel würde das dann ungefähr so aussehen, Leute. Im Spiel wird der Stock dann hier so aussehen, Leute. Das finde ich schon ganz gut, Leute. Okay, Leute, das war es mit der ersten Folge von dieser Serie, wie ich mein Texture Pack mache. Heute haben wir einen ganzen Stock geschafft, Leute. Ja gut, morgen schaffen wir auf jeden Fall mehr. Und jetzt würde ich sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Like da für den YouTube-Algorithmus. Dann supportet ihr mich auch und gerne ein Abo, weil ja, ich würde gerne diesen Monat die 115 Abos knacken, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, dann sehen wir uns wie immer morgen wieder. Haut rein, ciao, ciao.